Hallo und herzlich willkommen zu einem heutigen Special. Und bei mir ist heute Blanche. Hi! Ja, möchtest du dich kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, ich bin Blanche vom Kanal Booksy Page und ich habe einen Bücherkanal. Also bei mir geht es ums Lesen und um Bücher und so weiter. Genau. Das war sehr kurz. Ja, ja. Kurz vorstellen halt. Wir möchten heute nämlich euch mal was Neues bieten auf meinem Kanal, was wir auf ihrem Kanal schon gemacht haben und ihr euch natürlich auch angucken könnt. Und zwar machen wir die, wie heißt das, First Sentence Challenge. Mhm. Und ja, ich erkläre euch das gleich, aber zunächst schicken wir Blau schon mal los, denn die braucht jetzt ein bisschen länger. Und ich verbinde mir schon mal die Augen. Also ich setze mir eine lustige Mütze auf und ich hoffe, der Schriftzug ist so, dass ihr den lesen könnt, weil ich das lustig finde. So, und ich hoffe, man hört mich noch. So, ja, ich möchte euch jetzt erklären, worum es in der First Sentence Challenge erstmal geht. Ich setze mich mal ein bisschen weiter hier hin. Und zwar wird Blanche jetzt 10 Bücher aus meinem Regal raussuchen. Das werden 10 Bücher sein, die ich gelesen habe, denn da stehen auch sehr viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Das würde keinen Sinn machen. Und sie liest mir dann immer den ersten Satz vor. Ja, und ich muss anhand des ersten Satzes erraten, welches Buch sie mir da gerade vorgelesen hat. Das wird sehr witzig werden. Wir haben das, wie gesagt, bei ihr auch schon mal zu Hause gedreht und sie hat tatsächlich 4 Bücher erraten, glaube ich. Und ich fand das eine echt gute Leistung, vor allem weil manche Sätze wirklich so beginnen wie "Es war ein sonniger Tag" oder so. Ja, da muss man dann viel Fantasie beweisen, um das Buch tatsächlich zu erraten oder überhaupt in die Richtung des Autors zu denken. Und ja, ich bin gespannt, ob ich überhaupt ein Wort errate. Oh Gott, ich habe gerade ein bisschen Platzangst hier mit dem Dunkeln. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Bei ihr hat es tatsächlich letztes Mal 40 Minuten gedauert. Wir haben aber uns auch ziemlich Zeit gelassen. Ja, und wenn ich halt den ersten Satz ja, dadurch das Buch noch nicht erraten kann, dann gibt es sogar einen Zweit- und Drittversuch. Und zwar liest sie mir dann den zweiten und dritten Satz auch noch vor. Aber wenn ich es dann nicht schaffe nach dem dritten Satz, dann ist vorbei. Ja, denn wenn ich 0 von 10 habe, dann tut es mir leid, das könnte tatsächlich passieren. Aber ich hoffe nicht, ich lese ja auch eine ganze Menge, ich hoffe, ich komme dann wenigstens auf Autoren, wenn ich schon nicht auf den Buchtitel komme, da man ja schon von bestimmten Autoren manchmal mehrere Bücher im Regal hat und die dann doch ziemlich gleich sein können. Also wenn ich an Musso denke, der doch sehr oft tatsächlich mit Naturbeschreibungen anfängt, da wäre ich dann wenigstens froh, wenn ich wenigstens in die richtige Autorrichtung rate. Ui, hier wird es ein bisschen anstrengend, gerade mit Atmen, merke ich. Man merkt seinen warmen Atem hier. Ich hoffe, ich erstick nicht. Ja, ich höre schon, wie Blanche hier die ganze Zeit hin und her läuft und Bücher auf den Tisch legt. Und ich kann aber tatsächlich nicht sehen. Also nicht, dass ihr denkt, irgendwie ich schumme jetzt und gucke hier unter meiner Mütze durch oder so. Das mache ich nicht. Das würde ja auch dem Ganzen den Spaß nehmen. Ich muss nur kurz aufpassen, dass ich meine Haare hier nicht selber esse. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Wir haben uns auf jeden Fall Zeitlimit gesetzt, dass wir 30 Minuten nicht überschreiten wollen. Also wenn es länger dauert, also wir wollen ja 10 Bücher schaffen, wenn es jetzt aber wirklich langsam schon die 30 sich nähert und wir sind gerade bei Buch Nummer 5 oder so, dann werden wir wahrscheinlich auch abbrechen, weil ich denke, keiner von euch möchte länger als 30 Minuten zugucken, wie ich hier Bücher errate. Kann mich natürlich auch irren, vielleicht guckt auch einer 90 Minuten zu, aber ich denke, 30 Minuten reicht. Blanche ist bereit? Moment, ich muss jetzt erstmal. Boah, sind das viele Bücher, Alter. 10, okay. Ja? Nicht also, 100. Wir gucken mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich soweit gezählt habe, aber wir gucken mal, wie viele wir schaffen. Moment. Kannst du noch mal in der Kamera gucken, ob wir noch richtig sitzen? So. Du müsstest noch ein Stück rücken. Ja. Gut. So ist gut. Okay. Schön. Alles klar, dann geht's los, ja? Okay. Hui. Also es geht okay. Jetzt los, Leute. Buch 1. Okay. Achso, ja. Wo geht das los? Das dauert. Ah, okay. Okay. Das Licht des halben Mondes glänzte auf den Granitfelsen und verwandelte sie in Silber. Oh Gott. Das klingt ein bisschen nach Naturbeschreibung, könnte aber auch tatsächlich an Fantasy übergehen. Oh je. Könnte sogar in Richtung Musso sein, wenn es schon so mit Natur anfängt. Ich glaube, ich wäre noch im zweiten Satz. Okay. Das Licht des halben Mondes glänzte auf den Granitfelsen und verwandelte sie in Silber. Die Stille wurde nur durch das Plätschern des rasch fließenden schwarzen Flusses unterbrochen und das Flüstern der Bäume im dahinterliegenden Wald.
Oh, das ist ein langer Satz. Ja, 4 also Komma. Tatsächlich komplette Naturbeschreibung. Tatsächlich, ja. Oh je. Und so fangen viele, viele Bücher an. Aber ich würde jetzt schon, ich glaube, ich gehe von Musso sogar weg mit dem Schwarzen Fluss und so und würde tatsächlich eher auf eins meiner Fantasy-Bücher tippen. Und ich glaube, ich nehme den letzten Satz, um auf Nummer sicher zu gehen, bevor ich jetzt rate. Okay, ich lese nochmal den ersten Absatz. Das Licht des halben Mondes glänzte auf den Granitfelsen und verwandelte sie in Silber. Die Stille wurde nur durch das Plätschern des rasch fließenden, schwarzen Flusses unterbrochen und das Flüstern der Bäume im dahinterliegenden Wald. In den Schatten rührte sich etwas und von überall her krochen geschmeidige, dunkle Gestalten, verstohlen über das Gestein. Okay, das klingt jetzt sehr, sehr nach Fantasy. Also auf jeden Fall. Gestalten im Wald, welches könnte es sein? Ich überlege gerade, was ich so in meiner Fantasy-Abteilung alles stehen habe. Es ist eine ganze, ganze Menge. Ui. Ich würde fast auf Robert Jordan gehen. Wahrscheinlich irgendeins von Rat der Zeit. Das könnte sein. Und ich glaube, ich habe 12 davon im Regal stehen. Also würde ich jetzt mal sagen, das Rat der Zeit Nummer 1 von Robert Jordan. Falsch. Ach, verdammt. Es ist Warrior Cats von Erin Hunter. Ach, verdammt. Okay, aber Fantasy war schon mal richtig. Richtig, ja. Oh, ich habe jetzt voll an Rat der Zeit irgendwie gedacht. Ich hätte jetzt, naja, wenigstens das Genre. Oh, okay. Erster Satz. Als ich aufwache, ist die andere Seite des Bettes kalt. So ein schöner Klassiker. Okay. Noch ein Satz. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Okay. Als ich aufwache, ist die andere Seite des Bettes kalt. Ich strecke die Finger aus und suche nach X Wärme, finde aber nur das raue Leinen auf der Matratze. Oh, ich schwanke gerade zwischen zwei Sachen tatsächlich. Das könnte jetzt 9 Tage und ein Jahr sein, aber es könnte auch von, wie hieß sie? Von Sarah Kuttner eins der Bücher sein. Ich glaube, den dritten Satz nehme ich noch. Ja. Als ich aufwache, ist die andere Seite des Bettes kalt. Ich strecke die Finger aus und suche nach X Wärme, finde aber nur das raue Leinen auf der Matratze. X muss schlecht geträumt haben und zu Mutter geklettert sein. Was? Was? Hilft dir das weiter? Ich dachte gerade, es ist jemand gestorben und nicht mehr da. Und jetzt geht es darum, dass er zu Mutter gekrochen ist. Gott, was ist das denn jetzt? Nee, dann ist es überhaupt nicht Sarah Kuttner oder 9 Tage und ein Jahr. Da gehe ich jetzt in eine komplett falsche Richtung. Gott. Jemand hat mit der Hauptperson im Bett gelegen und ist dann nicht mehr da gewesen und muss zur Mutter gegangen sein? Was ist denn das für eine komische Paarbeziehung, wo der Freund oder die Freundin zur Mutter geht? Na, sag mal, was ist da los? Ja, ein komischer Anfang auch für ein Buch, finde ich. Irgendwie. Nee, also tatsächlich bin ich jetzt durch die Mutter bin ich jetzt total überfordert. Ich wollte ja erst in Sarah Kuttners Richtung gehen, aber das passt jetzt gar nicht mehr. Nee, da muss ich tatsächlich passen, leider. Okay. Es ist Die Tribute von Panem, Tödliche Spiele von Suzanne Collins. Oh ja. Oh ja. Danach war irgendwie der Satz, heute ist der Tag der Ernte. Da hättest du es wahrscheinlich. Aber das war halt der nächste Satz. Das ist, wir haben ja gesagt 3 Sätze. Nee, wir bleiben auch bei 3 Sätzen. Okay, blättern wir mal. Und da seht ihr schon mal, wie schwierig es ist, anhand von 3 Sätzen, oder eigentlich ja wollen wir ja nur einen Satz sogar am besten, das zu raten. Okay, der erste Satz. Niemand bemerkte den Soldaten. Okay, da bräuchte ich jetzt noch was. Okay, niemand bemerkte den Soldaten. Dunkel und gebückt stand er in der Mitte des Ballsaals vor dem Hintergrund der grellen Beleuchtung und niemand schenkte ihm Beachtung. Das ist, welcher Band von beiden war das? Die Weder noch. Ja, die Weder noch von Stefan Bachmann. Ja, das war jetzt mal einfach. Gut. Ja, aber ich fand den Anfang von diesem Buch tatsächlich mega, mega schlecht. Ich wusste gar nicht, was das soll und erst danach, nach diesem Intro, wurde es dann gut. Deswegen hat sich mir das so eingeprägt mit diesen Soldaten. Yay, ein Buch. Mensch, Punkt 1. Nicht zu null. Okay, Satz 1. Hast du dich schon entschieden, ob du deinen Namen ändern willst? Fragte X. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Hast du dich schon entschieden, ob du deinen Namen ändern willst? Oh, das liegt mir auf der Zunge. Oh, Satz 2, komm. Hast du dich schon entschieden, ob du deinen Namen ändern willst? Fragte X. Er sitzt am anderen Ende des Sofas und massiert meine Füße.
Okay, den dritten Satz brauche ich noch. Hast du dich schon entschieden, ob du deinen Namen ändern willst? Fragt X. Er sitzt am anderen Ende des Sofas und massiert meine Füße. Er sieht so gut aus. Ja, sorry, das steht hier so. Namen ändern. Ah, das ist 9 Tage und 1 Jahr. Ja. Ja, das geht um den Nachnamen. Von Taylor Jenkins Reid. Oh ja, so ein schönes Buch. Wirklich schön. Sehr hübsch. Das empfehle ich auf jeden Fall zu lesen. Direkt noch Lesetipps abgeben ja, das nebenbei. Ja, so ein emotional tolles Buch. Also. Wo sind wir jetzt schon? Buch 4? Buch 5. 5 schon? Ja. Oh nein. Nee, 2 jetzt. Yay, 2. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. Nee, da brauche ich mehr. April. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. X, das Kinn an die Brust gezogen, um dem scheußlichen Wind zu entgehen, schlüpfte rasch durch die Glastüren der Victory Mietkaserne, doch nicht rasch genug, um zu verhindern, dass mit ihm auch ein riesiger Staubwirbel hereinwehte. Boah, was für ein Satz. Victory Mietkaserne? Ja. Oh Gott, wo war das denn? Kommt mir so bekannt vor. Victory Mietkaserne. Ja, ich glaube, ich nehme den dritten. Da müsste ich eigentlich drauf kommen. Okay. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. X, das Kinn an die Brust gezogen, um den scheußlichen Wind zu entgehen, schlüpfte rasch durch die Glastüren der Victory Mietskaserne, doch nicht rasch genug, um zu verhindern, dass mit ihm ein riesiger Staubwirbel hereinwehte. Der Flur roch nach Kohlsuppe und Flickenteppichen. Kohlsuppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Buch so anfing, weil ich den Anfang von dem Buch nur so überflogen habe. Immer ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, es ist 1984 von George Orwell. Ja. Ah, gut. Ja, die Kohlsuppe, das war für mich das Zeichen, dass es das sein muss. Die Kohlsuppe war's. Nur die Victory Meets Kaserne fand ich dann doch, wusste ich nicht mehr, ob das wirklich so hieß. Schön. Okay. X saß vor der Steuerkonsole der schwarzen Möwe und konzentrierte sich auf ein kleines Schachbrett, das zwischen einer Reihe von Kippschaltern, blinkenden Lämpchen und Kontrollanzeigen balancierte. Das ist Klunk. Ja, von Simon Haynes. Ja. Du bist viel besser als ich. Na, das war jetzt einfach mit der schwarzen Möwe. Das ist das Raumschiff von dem. Also ja, das stimmt. Ich habe mir natürlich die Sätze nicht vorher angeguckt. Das weiß man ja immer nicht. Okay. Dann noch die Kohlsuppe bei George Orwell. Die Kohlsuppe ist es immer. Wie immer war X in fürchterlicher Hetze. Ja. Wie immer halt, ne? Natürlich, ich weiß es, nein. Okay, wie immer war X in fürchterlicher Hetze. Sie hatte nur noch 10 Minuten, um sich für das Phantom der Oper umzuziehen und zu schminken. Derzeit der Renner am Broadway und ein Jahr im Voraus ausverkauft. Und der Zug von Bayside in die Stadt fuhr um 18:52. Ich habe ein Buch, wo jemand unterwegs ist zu einer Oper. Das yep. kommt mir sehr seltsam vor. Ich glaube, da brauche ich mehr. Wie immer war X in fürchterlicher Hetze. Sie hatte nur noch 10 Minuten, um sich für das Phantom der Oper umzuziehen und zu schminken. Derzeit der Renner am Broadway und ein Jahr im Voraus ausverkauft. Und der Zug von Bayside in die Stadt fuhr um 18:52. 3 Minuten brauchte X allein mit dem Auto von ihrer Wohnung zur Bahnstation. Die fährt mit ihrem Auto, damit sie dann U-Bahn fahren kann? Das machen voll viele. Das ist ja seltsam. Ich komme ist es ein anderer Distrikt und dann zahlst du weniger. Ich frage mich gerade echt, in welchem Buch jemand zu einer Oper unterwegs war. Das kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor. Das muss lange her gewesen sein, als ich das gelesen habe. Da kann ich gerade gar nichts sagen. Ich bin raus. Okay, Cupido von Gilliane Hoffmann. Ja, das ist schon ewig. Ich glaube, das habe ich vor 10 Jahren oder so mal gelesen. Ja gut, das weiß ich ja oder nicht, oder noch länger, ja. Ja, aber das kann ich mir nicht merken. Kann ja nicht immer einfach sein mit der Kohlsuppe, ne? Ja. Kann ja nicht überall Kohlsuppe drinstehen. Okay. Die bloße Erinnerung an jene Nacht war wie ein immer wiederkehrender Albtraum. Das klingt ein bisschen nach 50 Shades of Grey, aber habe ich zum Glück nicht in meinem Regal stehen. Was? Das hätte ich nicht gewählt. Das hätte ich, obwohl, vielleicht gerade deshalb. Ja, aber das habe ich zum Glück nicht in meinem Regal. Das hast du nicht gelesen, oder? Ich brauche noch einen Satz. Die bloße Erinnerung an jene Nacht war wie ein immer wiederkehrender Albtraum. Der Nebel war kalt und feucht und ein eisiger Wind wehte durch den schattenverhangenen Wald, aber X nahm die Kälte kaum wahr. Ich habe einen Verdacht, noch den dritten nehme ich. Die bloße Erinnerung an jene Nacht war wie ein immer wiederkehrender Albtraum. Der Nebel war kalt und feucht und ein eisiger Wind wehte durch den schattenverhangenen Wald, aber X nahm die Kälte kaum wahr. Herbstbäume, kahl und knöchern, kreiten nach ihr, als sie verzweifelt durch die Wälder rings um ihr Zuhause rannte. Also es klingt fast, als wäre es eigentlich Teil von einer Reihe, weil es so
so unbestimmt, also so anfängt, als wäre es mittendrin von irgendwas, aber ich. Die einzige Reihe, die da passen würde, wäre wieder Rad der Zeit, was ich am Anfang schon verbuchen wollte. Und da würde, fällt mir aber nicht ein, dass eins davon so angefangen hat. Dass eine da direkt durch den Wald gerannt ist. Oh je. Trotzdem würde ich fast auf Fantasy tippen. Es ist eine Sie. Okay, den Tipp hast du ja gegeben. Mhm. Von oben Sie fiel durch den Wald. Es war neblig, dunkel. Sie. Aber der rennt nie, nee, bei Rat der Zeit rennt eigentlich nie einer alleine rum. Ist auch eigentlich dumm, ne? Gruppen. Also. Ja, dann hast du ja in jedem Horrorfilm, dass die immer sich trennen und dann. Ja, das meine muss ich. Muss ja so. Aber in Fantasy sind sie dann noch meist klüger. Das klingt auch so ein bisschen Fuller-mäßig, aber so viele Fuller habe ich gar nicht bei mir rumstehen. Nee, ich glaube, da muss ich. Doch, oder. Kann Game of Thrones so anfangen? Nee, das wäre, glaube ich, gar nicht Martins Stil, so zu schreiben. Nee, ich glaube, ich passe. Warte mal, was, bei welcher Nummer sind wir jetzt vom Buch? Was ist das jetzt gerade? Das wievielte? Das achte. Das achte schon. Mhm. Ja, komm, ich rate jetzt. Wir sind ins gut Blaue. In der Zeit, wir haben 16 Minuten erst. Ich rate jetzt einfach mal ins Blaue. Ja. Ich nehme einfach das erste, was ich gedacht habe: Robert Jordan, Rat der Zeit, Teil. Ich sag wieder eins. Nope. Hm. Es ist Underworld Evolution. Der offizielle Roman zum Film von Greg Cox. Der ist echt auch Cox. Schon lange her. Oh Gott. Okay. ja. Schade. Mann, ich will einmal Rat der Zeit. Ist wahrscheinlich das letzte und dann nehme ich es nicht. Underworld ist aber auch ein gutes Buch, das sollte ich mal wieder lesen. Okay. Mhm. X sah ihr Ende nahen. Das ist auch ein guter Anfang für ein Buch, ne? Direkt. Ja, Satz 2. X sah ihr Ende nahen. Die kleinen roten Punkte auf ihrer Hand sahen genauso aus wie die bösartig funkelnden Äuglein der Schlange, die sie gerade gebissen hatte. Das ist die das ist Reise oder Suche? Die Suche nach Wondla. Ja, von Toni de Terlizzi. Ja, das war. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher immer seht, weil ich das nicht auf dem Bildschirm erkennen kann. Wir sind beim letzten Buch und bei 17 Minuten, also du kannst dir noch ein bisschen mit dem Raten Zeit lassen. Wir sind viel schneller als bei mir, weil du weniger Müll zwischendrin laberst, als ich es getan habe. Okay. Ich glaube, ich gebe einfach nur schneller auf. Oh, okay. Drachen, sagte X. Also, oder? Okay, das können jetzt ein paar meiner Fantasy-Romane sein oder es geht in eine ganz andere Richtung. Das ist gerade nur Verarsche am Anfang, dass kein echter Drache gemeint ist. Okay, der zweite Satz bitte. Drachen, sagte X. Er hob einen schrumpeligen Apfel vom Boden auf und warf ihn von einer Hand in die andere. Dritter? Drachen, sagte X. Er hob einen schrumpeligen Apfel vom Boden auf und warf ihn von einer Hand in die andere. Wirf den Apfel, verlangte X. Y. Oh, das kommt mir richtig bekannt Charakter. Vor. Das kann nicht so lange her sein, dass ich das mal in der Hand hatte. Mit dem Apfel. Oh. Die Elfen ist es nicht. Erst dachte ich die Elfen, aber ich glaube, da kommt auch nicht gleich irgendwie ein Drache vor. Das muss ja eigentlich. Aber als erster Satz kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Game of Thrones gleich mit Drachen anfängt. Und das klingt auch wieder gar nicht nach Martins Schreibstil. Nee, der fängt ja eigentlich immer mit so einem Prolog an. Aber es könnte Teil eines Prologs sein. Wie es riskieren? Eigentlich so viel Sachen mit Drachen habe ich gar nicht. Ich würde mal sagen... Mhm. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Ich überlege nur, welcher Teil. Am Anfang sind die noch nie da. Oh Gott. Ist jetzt wahrscheinlich total falsch, wenn ich jetzt von Martin Game of Thrones nehme und sage Teil 3. Der Teil ist falsch, aber es ist Game of Thrones. Es ist Teil 7. 7 schon? Oh. Ja. Also erst. Na, das Problem war, dass die ersten Teile hinten stehen. Ja. Und ich mich nicht durch das ganze Regal wühlen wollte. Also habe ich aus Faulheit den 7. genommen. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich alle Game of Thrones Bücher am Regal stehen. Ja. Und ja, die ersten sind halt schön nach hinten gerutscht. So, dann sind wir durch, ne? Genau, wir sind durch. Ah, dann kann ich das ja ab. Wow, ja. Ist das hell. Ja. Hui. Man ist immer halb blind danach. Was geht noch?
So ein bisschen Sonne kam zum Glück durch. Man hat zwar nichts gesehen, aber es war trotzdem ein bisschen belichtet. Du hast nicht geschummelt, oder? Nee. Ich glaube, dann hätte ich mehr erraten. Ja, wahrscheinlich hättest du dann so... Ich muss ja auch sagen, ich habe tatsächlich, glaube ich, immer die Bücher geraten, wo gleich am Anfang einfach auch irgendwas Markantes war, wie mit der schwarzen Möwe oder... Ich glaube, du hast 4, oder? Kann das sein? Waren das 4? Ich habe Klug. Ah, das hast du? 1994, Wundler. Das hast du auch? Ja, 1, 2, 3. Hattest du das hier? Nee. Doch, ach, weder hier. Noch hast du ja auch. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5. Also die Hälfte. Wirklich? Ja, das ja, hast du doch auch erraten. Tatsächlich. Ja, 5 Bücher geschafft. Wow, ich freue mich. Oh, ich sie kann hat also die Hälfte erraten von den Büchern, die wir hatten. Ungefähr wie ich. Oh, finde ich gut. Und man muss dazu sagen, sie hat es wirklich viel schwerer. Also bei ihr waren nicht gleich so ordentliche Stichpunkte dabei. Ich habe halt nicht geguckt, aber ja, ich meine... Ich war jetzt mal so fies und habe bei Game of Thrones den 7. Teil rausgesucht. Ich hätte auch den 1. rausgesucht. Ja, aber tatsächlich war es dämlich, Teil 3 zu sagen. Ich hätte einen von den hinteren nehmen müssen, weil Drachen kommen so früh ja auch noch gar nicht vor. Ich habe da nicht so gut nachgedacht, glaube ich. Bei so vielen Bänden ist es halt auch schwierig, aber dafür habe ich ja. halt bei Tribute von Panem den 1. genommen. Ja. Ich hatte erst den 2. in der Hand, aber... Ja, daran habe ich irgendwie nicht gedacht. Ich wusste gar nicht mehr, dass die da steht. Bei Tribute von Panem weiß ich auch nicht auswendig, wie die anfangen. Also bei keinem von denen wüsste ich nicht, wie die anfangen. Gut, also ja, dann, sehr cool. Ja, hat Spaß gemacht wieder. War auch beim ersten Mal schon lustig. Also wer das auch nochmal bei ihr sehen möchte, wie Blanche sich auf ihrem Kanal geschlagen hat, der braucht einfach nur auf den Kanal Booksy-Page gehen. Ich verlinke euch den auch nochmal in meiner Infobox und dann könnt ihr euch da gerne auch das Video angucken und natürlich auch alle anderen Videos von Blanche. Da sind ein paar schöne Buchrezensionen dabei. Stimmt. Ja, und dann danke ich euch dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Dir natürlich auch danke, dass du da warst. Immer gern. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Bye, bye. Tschüss.